Hallo, mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin und Mentalcoach und ich habe mich auf das Thema narzisstische und toxische Beziehungen spezialisiert. Grund dafür sind eigene Erlebnisse mit narzisstischen Menschen. Mir ist es aber gelungen, mit selbsttherapeutischen Mitteln mich aus dieser Lage zu befreien. Das ging natürlich nicht über Nacht und es war auch ein längerer Weg. Dennoch habe ich somit einen Wissens- und Erfahrungsschatz mir aneignen können, der jetzt schon seit einigen Jahren anderen Menschen dient, in die Freiheit zu kommen, sich von narzisstischen, von toxischen Beziehungen zu befreien. Denn es ist ja so, dass viele Therapeuten aufgrund dessen, dass sie diese eigenen Erfahrungen nicht machen konnten, oftmals den narzisstischen Missbrauch gar nicht erkennen können und auch gar nicht so richtig nachvollziehen können, wie sich das anfühlt und in was für einem Auf und Ab man da drin steckt. Das kann ein Außenstehender, der das noch nicht selbst erlebt hat, einfach nicht nachvollziehen. Ja, wie man da an einen Menschen hängen kann oder immer wieder zu jemandem zurückgeht, der einen nachweislich verletzt hat und betrogen hat, belogen hat, immer wieder ranholt und immer wieder abschießt. Und jeder, der das nicht kennt und beobachtet, denkt, was geht da los? Also da ist einfach kein Verständnis da. Und man kann eben, oder viele können von außen auch nicht verstehen, wie man da so sehr in dieser Beziehung leiden kann. Und vor allem fängt ja das große Leiden erst nach der Beziehung an. Ich kann Ihnen dabei helfen, da wieder rauszukommen, denn oftmals bin ich für meine Klienten der Erste, der sie wirklich versteht, der wirklich ganz genau weiß, an welcher Stelle sie gerade sind. Ja, ob sie noch mittendrin sind und einfach noch nicht richtig verstanden haben, was da vor sich geht. Ja, die größte Frage am Anfang ist immer, warum tun diese Menschen das? Das kann doch alles nicht sein. Das kann doch nicht alles nur Show gewesen sein oder aufgesetzt oder eine Illusion. Und da gilt es eben Schritt für Schritt, das zu erkennen. Ich habe im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre ein Selbstbefreiungsprogramm für meine Klienten entwickelt. Das heißt, wir schauen, dass wir in der Praxis so wenige Sitzungen wie nötig brauchen, ja, und das eben so viele wie nötig, so wenige wie möglich, und dass sie eben dann schnell auch in die Freiheit wiederkommen. Ja, man möchte nicht irgendwann frei sein, sondern natürlich möglichst schnell da rauskommen, es verstehen. Natürlich braucht dieser Prozess auch ein bisschen Zeit, das ist ganz klar, die Wunden dürfen auch heilen. Kein Mensch verlangt, dass man mit einem gebrochenen Bein nach 3 Tagen wieder springt und ja, Fußball spielen kann. Das ist ganz klar. Es braucht natürlich auch eine Heilungszeit und das ist auch sehr wichtig. Es braucht auch Zeit, es zu verarbeiten. Aber mit der Hypnosetherapie schauen wir eben nicht nur, lösen wir nicht nur den aktuellen Schmerz auf, sondern wir schauen auch nach den Ursachen. Warum es denn überhaupt dazu gekommen ist? Wie sie an so einen narzisstischen oder toxischen Menschen geraten konnten. Denn das geschah nicht ohne Grund. Das ist bei mir auch nicht ohne Grund geschehen, denn da passt immer Schlüssel in das Schloss. Der eine ist der Täter und der andere, das sind Sie, das ist das Opfer. Und das geht nur, wenn da 2 Mechanismen perfekt zusammenpassen. Und das sind Ihre Verhaltensmuster, Ihre Beziehungsmuster, was Sie mitbringen. Und das Beziehungsmuster oder das Muster, wie ich mit anderen Menschen mich verhalte oder wenn es gerade um Liebesdinge geht, wie ich da eingestellt bin, was ich da fühle, das bringen sie alle mit aus der Kindheit. Und dort ist das angelegt worden. Und das finden wir mit der Hypnose eben heraus. Wir finden die Ursachen heraus. Warum ist es so? Warum fühle ich mich zu einem Menschen hingezogen, der mir nicht gut tut? Warum nehme ich immer wieder Kontakt zu jemandem auf, wo ich schon vorher weiß, dass der mich sowieso wieder verletzt? Weil das Bauchgefühl sagt es ja ein. Und dieses Drama, was man mit diesem Menschen erlebt, der einen auch immer wieder ranholt und auf dem Podest hebt und mit Lovebombing ganz schwindelig macht und dann wieder abstößt und wegstößt und komplett abwertet, entwertet, in die Mülltonne schmeißt und all dieses Muster, was da abläuft, das ist kein Zufall. Das ist was Altes, das ist etwas, was Sie irgendwo schon kennen.
Und Sie müssen sich auch gar nicht jetzt daran erinnern, unbedingt zwingend, wo und wann es war, weil oftmals sind genau diese Ursachen so tief im Unterbewusstsein vergraben, mussten verdrängt vergessen werden, weil sie eben gerade nicht angenehm waren. Das Fatale daran ist, dass all diese Muster und dieses alte Drama in uns immer noch wirkt und wir dann mit dem narzisstischen oder toxischen Menschen dieses alte Drama nur immer wiederholen. Das heißt, Sie haben jetzt die Chance, durch diesen narzisstischen Partner, so schmerzhaft wie es ist jetzt eine Chance aufzuwachen und zu schauen, Mensch, verdammt, das habe ich doch schon öfter erlebt. Das ist doch nicht das erste Mal, dass ich so behandelt werde. Sicher, es hat ja oftmals Auswirkungen auf viele Bereiche. Es ist oft nicht nur der Partner, es sind oft Arbeitskollegen, die mobben, irgendwelche Freunde, die einen hintergehen, belügen, betrügen. Es ist in vielen Bereichen oft, nicht immer, aber sehr, sehr oft zu finden. Es ist auch oft in den vorgehenden Beziehungen zu finden, dass Sie sich diese mal anschauen. Wie waren die denn? Waren die nicht vielleicht auch ähnlich? Muss nicht immer so sein, es ist sehr oft so. Aber diese toxische, schmerzhafte Beziehung, in der Sie gerade stecken oder wo Sie gerade versuchen, sich irgendwie draus zu befreien oder diesen Schmerz endlich heilen zu lassen. Das ist eine Aufforderung für Sie zu schauen, wo kommt denn das alles her? Warum passiert mir das immer wieder? Jetzt haben Sie die Chance, das zu durchbrechen. Denn wenn Sie diese Muster nicht auflösen, dann wirken diese Muster ja immer weiter in Ihnen. Das heißt, Sie ziehen auch immer das an, was Sie unbewusst glauben, was für unbewusste Muster in Ihnen ablaufen. Danach zieht man ja mit Sicherheit wieder einen narzisstischen Partner ins Leben. Das geht gar nicht anders. Ja, weil immer das angezogen wird, was man in sich trägt. Und die Gefahr, dass Sie an der nächsten Ecke den nächsten Narzissten treffen, selbst wenn Sie das jetzt alles verarbeiten, selbst wenn der Liebeskummer aufhört, schleppen Sie 24 Stunden am Tag diese Muster mit sich rum. Und dann kann es gar nicht anders sein, dass Sie wieder und wieder und wieder ähnliche Erfahrungen machen müssen. Und Sie haben jetzt die Chance zu sagen, nee, das reicht mir jetzt. Also nochmal habe ich keine Lust drauf. Ich möchte jetzt endlich frei werden. Ich möchte endlich wissen, warum das so ist, was mit mir los ist. Wieso ich das alles mit mir machen lasse. Vielleicht denken Sie auch, so kenne ich mich gar nicht. Vielleicht denken Sie auch, oh Gott, wie ich drauf bin, am Ende bin ich noch der Narzisst. Das fragen mich meine Klienten auch ganz oft. Aber der sich das fragt, der ist es ganz sicher nicht. Ja, also es ist schmerzhaft, ich weiß das, ich bin da selber durchgegangen. Es ist wie am Boden liegen, es ist wie nach der Beziehung, egal wie, egal wer die Trennung vollzieht, egal ob sie abserviert wurden, ob sie in die Mülltonne geworfen wurden, Lügen, Betrügen ist ja eh alles mit dabei, die ganze Palette, ganz egal, es tut am Ende weh. Es tut in der Beziehung weh und es tut nach der Beziehung weh. Und in den meisten Fällen ist eben sehr, sehr viel On-Off-Dynamik drin, ne? Also das ist, dass immer wieder Schluss ist, der Partner einen immer wieder zurückholt oder man das selber nicht aushält. Und es ist tatsächlich wie eine Droge, dieser Partner. Man ist wirklich liebessüchtig und die Droge ist der Partner. Und wie mit echten Drogen weiß man, dass dieser Partner für mich total schädlich ist, total toxisch ist. Denn sobald ich wieder zurück bin, ist vielleicht ein kurzes High, ist einmal kurz wieder der Himmel auf Erden und dann geht das ganze Drama wieder von vorne los. Und diese On-Off-Phasen verkürzen sich ja immer mehr. Die werden ja immer kürzer, immer dramatischer. Die Hochs werden immer kürzer, die Tiefs tiefer und länger. Und irgendwann hat man oftmals nicht mal mehr die Kraft aufzustehen. Und die Kraft haben Sie jetzt aber noch. Und ohne Grund haben Sie dieses Video jetzt nicht eingeschaltet. Jetzt ist die Chance zu sagen, ich stehe auf, ich schaue, wie ich wieder auf die Beine komme. Und Sie haben meine ganze Erfahrung, Sie haben mein ganzes Wissen. Ich kenne den Weg, den Sie noch nicht kennen. Und mein Weg war auch viel, viel länger, weil ich musste das ja auch erstmal alles herausfinden. Ich musste auch erstmal begreifen, was geschieht da, was ist da? Mensch, verdammt, das kommt mir bekannt vor, doch nicht schon wieder.
Und wie gesagt, ich habe dieses Befreiungsprogramm entwickelt, wo in wenigen Sitzungen Erfolge erzielt werden können, wo es auch mein Anliegen ist, dass sie so schnell wie möglich in die Freiheit kommen. Also sie sollen mich nicht ständig brauchen müssen. Ja, aber am Anfang ist es sicherlich notwendig, so die ersten 3, 4 Sitzungen sich unterstützen zu lassen, in der Hypnose zu erkennen, wo sind die Muster, weil ihr Unterbewusstsein hat alles gespeichert, alles, was sie mal erlebt haben, die schönen Dinge und nicht so die tollen Dinge. Und die nicht so toll waren, das sind oftmals all diese Blockaden, all diese Verhaltensmuster, die heute dazu geführt haben, dass sie in dieser narzisstischen Beziehung gelandet sind. Ja, also es ist ein Programm, wo ich sie unterstütze. Ich arbeite, muss ich dazu sagen, auch an einem Programm, wo sie erstmal komplett alleine starten können und dann sich von mir Hilfe holen können, falls sie hier und da nicht weiterkommen. Und es ist so gedacht, dass sie praktisch von mir auch lernen, wie sie all das auch selber machen können, wie sie selber auch in Zukunft Ursachen finden können, wie sie selbst Dinge für sich auflösen können, Gefühle auflösen können, dass sie nicht mehr ausgeliefert sind, diesem Schmerz, dass sie wissen, auch wenn es mir zwischendurch mal nicht gut geht, hey, ich kann das auflösen, ich habe jetzt gelernt, wie es geht. Und je mehr sie bereit sind, da auch selbst für sich was zu tun, es gibt dann auch immer ein paar kleine Hausaufgaben zwischen den Sitzungen, je mehr sie dazu bereit sind, umso schneller sind sie am Ziel und umso weniger Sitzungen bräuchte man in der Praxis. Aber es ist nicht nur in meiner Praxis persönlich möglich, sondern das können wir alles am Telefon machen. Ja, also das ist so die Hauptarbeit jeden Tag. Ich habe wahnsinnig viele Telefonklienten, die von ganz Deutschland, auch aus dem Ausland anrufen und mit denen ich diese Befreiung auch per Telefon mache. Also es ist ein leichter bis mittlerer Trancezustand, in den wir dann gehen, auch am Telefon, wo wir genau das wunderbar auch lösen können. Also egal, auch wenn Sie jetzt am anderen Ende von Deutschland wohnen, es ist kein Hinderungsgrund und es funktioniert immer. Es funktioniert genauso gut wie in der Praxis. Der Nachteil ist, man sieht sich nicht. Okay, wir können auch Skype-Sitzung machen. Müssen wir schauen, wie es mit der Qualität, mit der Tonqualität dann ist, aber es ist alles möglich. Falls Sie noch Fragen haben, schreiben Sie mir, ja, über die E-Mail verwandlung@haus-mariposa.de. Ganz viele Informationen gibt es auch auf meiner Webseite. Mein Name ist Katja Amberg. Ich bin Hypnosetherapeutin, Mentalcoach, Heilpraktikerin, beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie. Und meine beiden Webseiten sind www.liebenohneleiden.de und haus-mariposa.de. Da sind nochmal ganz viele Informationen drin, gerade auf der liebenohneleiden.de. Ganz viele Informationen über diese narzisstischen, toxischen Beziehungen. Und es ist auch nicht so wichtig, ob jetzt Ihr Partner 100% eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder narzisstische Züge oder Vollnarzisst ist. Also sicherlich hat Ihr Partner toxische Eigenschaften, sage ich mal, die in den meisten Fällen narzisstisch sind. Wir stellen hier keine Diagnosen. Ich möchte Narzissten auch nicht in der Öffentlichkeit kritisieren und fertig machen, aber wir müssen ja dieser Sache einen Namen geben, weil es betrifft einfach so wahnsinnig viele Menschen und das sind eben Menschen mit sehr egozentrischen Verhaltensweisen und ja, ich sag mal, einem kalten Herzen. Und dieser Narzisst, der hat einfach genau die gleichen Wunden, die Sie selbst haben. Also Sie haben im Prinzip Verletzungen aus der Kindheit. Es gab nicht genug Liebe. Sie wurden abgelehnt. Die Eltern waren nicht immer verfügbar. Mal gab es ganz viel Liebe, mal gar keine. Oder Sie wussten nicht wann. Sie wussten nicht, wie Sie sich verhalten sollten in der Kindheit. Sie haben vielleicht gelernt, dass man sich Liebe nur durch ganz, ganz viel Arbeit verdienen muss, wenn man ganz viel leistet. Oder
wenn man oder dass sie vielleicht für die Liebe ganz besonders lieb sein mussten, ja, dass sie nur, wenn sie ganz still und leise sind, alles das machen, was Mama und Papa sagen, dass dann die Liebe kommt. Und vielleicht erkennen sie jetzt schon die Parallelen zur aktuellen Beziehung, wo sie sich auch verausgaben, wo sie alles machen, wo sie ihr Herz zerreißen, wo sie sich selber verlassen für den anderen. Und sie wissen, das ist verrückt, was mache ich? Weil sie verlieren sich da selber in der Beziehung. Ja, aber dass sie erkennen, dass das alles nur ein Muster ist und aus Wunden hervorgeht, die sie mal erlebt haben. Und dieser toxische, narzisstische Partner, der löst im Prinzip diesen uralten Schmerz wieder aus. Der holt den hoch, der vorher schon da war. Natürlich ist das Verhalten von ihm nicht in Ordnung, das will ich überhaupt nicht rechtfertigen. Aber dass dieser Schmerz so hochkommt und sicher sind aktuelle Verletzungen da, weil eigentlich kommt dieser uralte Schmerz hoch. Und so heftig, wie sie es mit keinem anderen Partner erleben könnten, so heftig, wie sie in keinem anderen Lebensbereich damit konfrontiert werden. Und da ist wieder die Chance zu sehen, die Chance, die sie wachrütteln soll. Da endlich zu schauen, Mensch, was ist denn da mit mir los? Das ist so, tut so wahnsinnig weh. Und da helfe ich Ihnen gerne dabei hinzuschauen. Denn wenn man so im Schmerz steckt, dann ist man oftmals zu gar nichts fähig. Dann fühlt man sich depressiv, man hat Ängste, man geht nicht mehr aus dem Haus, man hat an nichts mehr Lebensfreude. Und ich kenne das alles und ich weiß, an welcher Stelle Sie stehen, egal ob Sie mittendrin sind, ob Sie sich getrennt haben oder wollen. Ja, ich habe auch schon viele Klienten begleitet, die sich trennen wollten, die es einfach nicht geschafft haben, die 30 Jahre oder mehr in Ehen drin sind und immer zu schwach waren, es nicht hingekriegt haben und immer wieder gelitten haben. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen zu schwach waren, sondern diese alten Wunden und Muster haben das verhindert. Wenn man die aber findet und löst, entsteht sofort ein neues Gefühl und neue Gedanken. Und erst dann können sie anders handeln. Weil all diese Wunden und Verhaltensweisen in ihrem Unterbewusstsein gespeichert sind. Und das Unterbewusstsein ist der viel größere Teil von ihnen, nämlich 95%, und nur 5% machen den Verstand wirklich aus. Ja? Und wenn sie mit 5% sagen, ich muss gehen, ich muss mich trennen, und 95% sagen, du musst bleiben, du musst durchhalten, aushalten, weil sie das irgendwann mal gelernt haben als Überlebensstrategie, ja, dann können sie einfach nicht gehen. Das ist verrückt. Ein Teil von ihnen weiß doch ganz genau, dass dieser Mensch ihnen nicht gut tut. Ein Teil von ihnen weiß ganz genau, dass es gar nichts bringt, dass es immer wieder wehtut, aber man kann trotzdem nicht gehen. Und man muss natürlich bedenken, was ich schon sagte, dass diese Beziehungen eigentlich immer süchtige Beziehungen sind, ja, dass man sich da entwöhnen muss. Man darf erkennen, dass der Partner wie zu einer Droge geworden ist. Die Droge, die sie auffüllen soll mit der Liebe, der Anerkennung, der Wertschätzung, die ihnen in der Kindheit so sehr gefehlt hat, nach der sie gehungert haben und jetzt als erwachsener Mensch immer noch hungern. Aber diese innere Leere, die kann niemand füllen. Und dieser toxische Mensch, der füllt scheinbar ihre innere Leere auf, aber das Problem ist, der nimmt das auch immer wieder weg. Das heißt, erst wird aufgefüllt, erst sind sie im siebten Himmel, dann abgeschossen, danach sind sie leerer als jemals zuvor. Ihnen ist schwindlig, sie sind durcheinander, sie sind leer, energielos. Und dass man eben erkennt, das sind süchtige Beziehungen, die auch basieren auf den Kindheitserlebnissen. Aber aus all diesen Dingen kann man sich befreien. Und dieser narzisstische oder toxische Partner, der hat genauso diese Schmerzen aus der Kindheit, der hat ähnliche Verletzungen wie Sie. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, dass er sich wie die Axt im Wald benehmen darf, aber es ist nur eine Erklärung. Aber Sie können ihn nicht retten. Bitte nicht in die Falle gehen. Ich weiß, dass ganz viele, die betroffen sind von narzisstischen Menschen, so ein Helfersyndrom haben. Hatte ich auch. Ganz, ganz extrem. Ich habe ja heute noch einen helfenden Beruf, aber das darf man wirklich auf ein gesundes Maß zurückschrauben. Man kann den anderen nicht retten und helfen. Das kann er, wenn dann, nur selber tun. Sie müssen jetzt schauen, dürfen schauen, dass sie sich selber daraus retten.
Ansonsten weitere Infos auf meinen Webseiten www.liebenohneleiden.de und haus-mariposa.de. Einen Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat, wenn es geholfen hat, erstmal wieder Licht zu sehen, dass es da tatsächlich Hilfe gibt, professionelle Hilfe von meiner Seite. Und eins ist mir aber noch wichtig, Ihnen mit auf den Weg zu geben. Bitte nicht vergessen, jeder Tag ist ein Geschenk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.